Hallo Maria. Hallo Anja, schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich mega, dich zu sehen. Und ich freue mich sehr, sehr doll auf neue Welpengeschichten von Maxi und von Maxi und Hermine und euch. Maria, wir hatten gerade so ein bisschen überlegt, wie wir den Einstieg gut hinkriegen. Wir haben uns jetzt 2 Wochen nicht mehr gesprochen. Das heißt, der letzte Puppy Talk. Da war Maxi gerade 24 Stunden da. Hast du darüber gesprochen, über den Einzug? Bitte so, dass meine Brille beschlägt. Moment. Und jetzt könnten wir mal so darüber sprechen, was ist in den letzten 2 Wochen passiert. Und ich folge dir ja auf allen sozialen Medien. Das Und ist sehr vorbildlich, ja, Anja. finde ich auch. Ich finde, da kriege ich ein Fleißpünktchen für. Ich Und dir ja umgekehrt auch. siehst du? Und was du so gepostet hast, was wir dann auch gerne besprechen können, ich zähle mal so aus der Erinnerung auf, ist, du warst beim Tierarzt mit Maxi. Ich weiß, ihr seid Gondel gefahren, glaube ich. Ihr wart am Fluss. Seid ihr auch Fahrrad gefahren zusammen? Das weiß ich jetzt gar Nein. nicht genau. Es geht auch schon so ein bisschen um Ressourcen. Und dann hattest du noch so einen schönen Post, ein schönes Video gezeigt, wo Hermine so schön kommuniziert, dass sie, ich weiß nicht, ob sie Abstand braucht oder ob sie sagt, das ist meins. Also da könnten wir auch noch mal drüber sprechen. Ich glaube, das war jetzt das, was ich in Erinnerung behalten habe. Und ja, ich überlasse das jetzt dir mal, wo du einsteigen möchtest, was dir vielleicht auch so besonders wichtig ist oder was noch so ganz frisch ist. Ja, also erstmal so zu diesen Postings auf Social Media. Ich finde das einfach eine total gute Gelegenheit, einfach so ungefiltert aus dem Alltag mit einem Welpen mal so zu erzählen und auch zu zeigen, wie ich das mache. Also das ist mir tatsächlich ein Anliegen, weil vielleicht ist es dir ja auch aufgefallen, ne? Also du siehst bei mir eigentlich überhaupt keinen Signalaufbau momentan. Ich benutze schlicht und ergreifend keine Signale aktuell. Und ich belohne auch relativ wenig mit Futter und habe momentan relativ wenig Futter im Einsatz, um Verhalten in irgendeiner Form zu manipulieren, zu fördern, zu irgendwas. Und das ist mir tatsächlich ganz wichtig. Da werde ich auch demnächst mal nochmal ein Posting drüber machen. Und was du auch nicht gesehen hast, jetzt sprechen wir mal über das, was du nicht gesehen hast. Ich habe auch zum Beispiel kein Video gemacht über Stubenreinheitstraining, Das weil ich stimmt. das faktisch nicht tue. Sondern, also gerade bei der Stubenreinheit finde ich zum Beispiel ist so der Punkt, ne, das werden die alle, wenn sie gesund sind, und jetzt muss man so ein bisschen eine kleine Einschränkung machen, wenn sie nicht der Rasse Chihuahua oder italienisches Windspiel angehören. Weil das sind so die Kandidaten, wo es mit der Stubenreinheit echt manchmal ein Thema sein kann. Ne? Also gerade bei den Windspielchen ist es oft so, wenn die Außentemperatur oder das Wetter generell eine gewisse Form annimmt, dann gehen die halt nicht mehr draußen. Ne? Ja, klar. Und das ist immer noch die Frage, wie man Stubenreinheit definiert. Also wenn Stubenreinheit bedeutet, dass sie auf eine Matte gehen oder auf ein Ja. Hundeklo, dann so, ne, geht es Ja, ja auch. Ja. also, aber ich sage jetzt mal, beim durchschnittlichen Hund erledigt sich das eigentlich mit dem Ausreifen von selber. Das ist ähnlich wie bei Kindern. Da muss man eigentlich auch kein Stubenreinheitstöpfchentraining machen, weil die Kinder sich das von den Eltern ja auch abgucken. Ah, die gehen aufs Klo und irgendwann sind die Kinder so weit, dass sie sagen, ich will das auch machen, ich will das auch ausprobieren. Und beim Hund ist es ganz ähnlich. Die meisten Hunde möchten ja nicht ins Haus machen, die möchten nicht ihr eigenes Nest beschmutzen, ab einem gewissen Alter. Und deswegen, was wir halt tun, ist so diese Grundregeln für die Stubenreinheit, alle 2 Stunden raus, wenn der Hund wach ist, finde ich Ja, ganz bitte. wichtig. Ja, Ja. es gibt tatsächlich Leute, die nehmen das mit dieser 2-Stunden-Regel so ernst, dass sie den Hund aus dem Tiefschlaf wecken. Und das ist extrem kontraproduktiv, ja, weil schlafen müssen die, aber halt nach dem Schlafen, das Erste, was man eigentlich machen sollte, ist den Hund raussetzen, wenn die gespielt haben, wenn die gefressen haben. Und bei der Maxi ist es tatsächlich so, also das finde ich selber total cool, da freue ich mich selber drüber. Ich sehe so gut, wenn die aufs Klo muss, ja, dass echt wenig Missgeschicke passieren. Und wenn sie reinmacht, dann ist es tatsächlich völlig random.
Mal pinkelt sie in ein Hundebett, mal pinkelt sie auf den Steinboden, mal nimmt sie sich einen Teppich. Heute ist sie in die in die Wäschekammer gegangen und hat in die Dreckwäsche gepinkelt. Das fand ich Das sehr ist sehr gut. niedlich, Das ja. ist sehr gut, weil dann kann man es direkt in die Waschmaschine stecken. Aber generell halten sich die Missgeschicke echt in Grenzen. Da kommt uns natürlich jetzt auch die Jahreszeit Ja, entgegen. genau. Also wir haben einfach einen Garten, wo wir sie raussetzen können. Wir sind viel im Garten und deswegen funktioniert es eigentlich ganz gut. Also so viel mal zu dem, was du nicht im Fernsehen Ja. gesehen hast von mir. Darf ich direkt noch mal wo einhaken, weil sonst vergesse ich das gleich, weil ich finde das total wichtig, was du gesagt hast, dass du eben noch nicht an irgendwelchen Signalen arbeitest und dass du wenig mit Futter belohnst. Magst du mal kurz erzählen, warum dir Signale aktuell noch nicht so wichtig sind und eben auch, warum du das eben das Wort Manipulation oder Manipulieren benutzt, warum du nicht so mit Futter Verhalten verstärkst, zum Beispiel? Ja, also mir geht es jetzt erstmal drum, und da geht es mir bei jedem Welpen tatsächlich drum, die Basis dafür zu legen, dass dieser kleine Hund alltags- und umweltsicher wird. Und dass sich bei uns beiden eine sichere Bindung entwickelt, sprich, dass die Maxi weiß, egal was ist, ich bin da, sie kann herkommen und sie kriegt Hilfe. Und dafür sind Signale nicht notwendig. Aber diese Basis ist notwendig dafür, dass der Hund später Signale gut lernen und ausführen kann. Was meinst du, warum werden oder warum wird das Training an Signalen so oft verwechselt mit einem Bindungsaufbau? Ich weiß gar nicht, ob es verwechseln ist, weil natürlich, Okay. ne, wenn du mit dem Hund belohnungsbasiert Signale trainierst, tut es ja auch was für die Bindung, gar keine Frage. Ne? Aber es ist, finde ich, beim Welpen einfach erstmal nicht notwendig und auch nicht das Entscheidende. Und ich glaube, dass wenn man sehr fokussiert auf Signale, also dass der Hund Sitz und Platz lernt in den ersten Wochen, dass man dann den Fokus leicht auf dem Falschen hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann schon auch zu eher frustrierenden Erfahrungen vielleicht kommt, weil der kleine Welpe ja auch die Konzentration noch gar nicht so lang halten kann, ne? Und klar kann ich den mit einem Leckerchen in den Sitz locken oder sowas. Aber auch da ist bei mir wieder so der Punkt, ich will den gar nicht in den Sitz locken. Das ist ein kleiner Körper, der sich entwickelt. Ja, und wenn ich den dauernd hinsetze, obwohl er das freiwillig gar nicht tun würde, weiß ich nicht, ob das so gut ist für die körperliche Entwicklung. Ja, und das meine ich auch mit manipulieren. Ja, also ich kann mit Futter und Locken und eben so formellem Training kann ich den Hund einfach dazu bringen, dass er Sachen tut, die er von sich aus jetzt in dem Entwicklungsstand noch nicht tun würde. Vielleicht wollen wir mal über das Treppensteigen sprechen, weil da hatte ich auch Videos dazu eingestellt. Ja. Das machen viele Leute, ne? Dass sie da mit Futter den Hund die Treppe rauf oder runter locken, damit er lernt, diese Stufen zu gehen. Die anderen machen es gar nicht, weil ein Hund 6 Monate lang getragen werden muss. Und Also wir haben alles, ja. genau, und die Wahrheit liegt ja wie immer irgendwo dazwischen. Und gerade bei solchen motorischen Geschichten, bei körperlichen Fähigkeiten, bin ich sehr, sehr zurückhaltend mit Futter, weil ich den Welpen damit sehr, sehr schnell über seine eigentlichen körperlichen und auch geistigen Grenzen kriege. Ja, Hast wenn du der schön sehr erklärt, ja. übermotiviert ist, dann macht er Dinge, die er eigentlich nicht machen würde von selber. Und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Wo es bei mir immer Futter gibt, ist, wenn irgendwas gruselig ist, zum Beispiel, wenn was gruselig sein könnte. Wir machen zum Beispiel momentan viel Hundegucken vom Arm aus. Okay. Da habe ich meistens, ich habe immer mein Welpenfutter mit in einen kleinen Beutel. Ich wiege das im, oh Gott, das darf man niemandem erzählen. Dieser winzige Hund kriegt 40 Gramm Trockenfutter am Tag plus 150 Gramm Nassfutter. Und diese 40 Gramm, die wiege ich mir mal ab und dann packe ich die in mein Futterbeutelchen und dann habe ich das halt mit, wenn wir irgendwas unternehmen. Und wenn sie dann da auf meinem Arm sitzt und es läuft ein Hund vorbei, dann gucken wir Hund und sie isst währenddessen ihr Trockenfutter. Und das ist aber für mich kein Belohnen von erwünschtem Verhalten, sondern das ist bei mir einfach so dieses, ich nenne es immer Chips essen. Wir gucken uns was an
und essen währenddessen Chips. Ja? Und das dient einfach nur der guten Verknüpfung. Da ist was, ja, was vielleicht ein bisschen gruselig sein könnte. Du kannst aber schönes was essen dabei. Also es ist ein bisschen Gegenkonditionierung eigentlich. Und es gibt mir natürlich auch immer Aufschluss über das Stresslevel. Wenn ich noch essen kann, ist eigentlich alles fein. Ja, wenn ich nicht mehr essen könnte, wüsste ich, okay, ich muss an der Situation vielleicht was ändern, ist zu schwierig für sie. Überfordert sie vielleicht gerade ein bisschen, mache ich den Abstand ein bisschen größer oder ne, gehe wirklich dann, wenn sie nicht mehr essen kann, in die Koregulation und sage, gut, das ist alles in Ordnung, streichle sie vielleicht ein bisschen, sehe zu, dass ich das Erregungslevel wieder so weit runterkriege, dass sie wieder was essen kann. Dafür nutze ich Futter momentan. Super, ja. Also mir war das einfach wichtig nachzufragen, weil genau darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus. Also du hast das super schön erklärt. Für alle, die jetzt vielleicht in nächster Zeit einfach ein Welpen bekommen, es ist einfach ein super Denkansatz. Also vielen Dank dafür. Das ist wirklich richtig gut. Oh ja, gerne. Und na, Signale wird die auf jeden Fall noch lernen, aber das hat Zeit. Da ist wirklich überhaupt keine Not. Jetzt ist die Ja. Zeit für Vertrauensaufbau, für Bindungsaufbau, für ich bin der sichere Hafen. Und wenn das nämlich passt, ganz ehrlich, dann ist formelles Training von Signalen, Sitzplatz, Fuß, Rückruf etc. pp. Das ist easy. Ja, zu dem, was du jetzt gesagt hast, passt, finde ich, der Begriff Kontrolle ganz gut. Oder eben, dass wir das vielleicht noch mal ganz kurz in dem Kontext besprechen, weil in meiner Wahrnehmung scheint es so zu sein, dass viele Menschen auch schon gerne Kontrolle über den Welpen haben möchten und das eben über dieses formelle oder formale Training, formale Training. Ich nenne es immer formell, keine Ahnung. Ich Ja, weiß nicht, also wie du über das das Training richtig von bist. Signalen erreichen möchten, ne? Und ich fände das total schön, da noch mal kurz drüber zu sprechen, dass es ja nicht um Kontrolle geht, sondern dass es eben wirklich darum geht, was du eben gerade ja gesagt hast, dass wir dem Hund vermitteln, dass wir ein sicherer Hafen sind und dass wir erstmal daran in Anführungsstrichen arbeiten, dass er alltägliche Dinge mit einem guten Gefühl verknüpft. Genau. Dann haben wir eigentlich mehr Kontrolle über den Hund, weil er einfach mit einem guten Gefühl durch das Leben geht, als wenn er in unangenehmen Situationen, wo er sich vielleicht fürchtet und aus Furcht vielleicht bellt und wir ihm dann sagen, er soll sich gefälligst hinsetzen, dann haben wir nicht wirklich Kontrolle, nur vielleicht so kurz augenscheinlich, weil er kurz sein Popo auf den Boden drückt, aber trotzdem geht es ihm nicht gut dabei und wir wissen nicht, was er später aus diesem unguten Gefühl dann heraus noch für ein Verhalten zeigen wird. Genau, also der entscheidende Punkt ist ja eigentlich, wenn der Hund ein gutes Gefühl hat, dann ist er grundsätzlich auch empfänglich für Ansprache. Na, also wann setzt denn das Hirn aus? Wann ist denn der Hund nicht mehr ansprechbar, wenn er sich fürchtet, wenn er sehr aufgeregt ist und so weiter und so fort? Und wenn wir von Anfang an daran arbeiten, dass er sich wohl und sicher fühlt und weiß, wenn ich mich nicht mehr wohl und sicher fühle, dann renne ich tatsächlich, ja, mit Vollspeed zu meinem Menschen hin. Und das tun Welpen in aller Regel. Ja. Ja, Ja. die fangen, also Welpen sind ja so gestrickt, wenn irgendetwas in der Umwelt ist, wenn zum Beispiel ein Hund bellt, flüchten die bis zu einem gewissen Alter. Das ist Instinkt, ja, weil es einfach in dem Alter, wo Max jetzt ist, die ist ja jetzt noch keine 11 Wochen, sie wird am Samstag 11 Wochen. Es ist überlebenssichernd. Ja, und das hat man auch gut beobachten können, wenn Hermine im Garten gebellt hat. Das Erste, was Maxi gemacht hat, ist, pfuh, die ist reingerannt. Ja, und dann hat sie so, ne, aus der Tür gelinst. Ist das wieder sicher? Ich bin draußen geblieben, ne, an der Tür und habe gesagt, du kannst wieder rauskommen. Ja, und sie rennt eben, wenn wir zu Hause sind, rennt sie rein. Wenn wir nicht zu Hause sind, rennt sie zu mir, wenn irgendwas komisch ist. Und genau das ist es, was wir haben wollen. Dann hast du eigentlich volle Kontrolle. Du hast Ja. entweder einen Hund, der fröhlich durch die Welt stiefelt und sich gut fühlt und deswegen auf dich gut reagieren kann. Ja, und da brauche ich gar kein Signal dazu, sondern da reicht so ein Schnalzen oder sonst irgendwas. Oder Maxi reagiert zum Beispiel auch total gut auf ihren Namen einfach schon, ohne dass wir das geübt haben. Ich habe nicht gesagt Maxi Leckerchen, Maxi Leckerchen, Maxi Leckerchen, sondern ich habe den Namen halt einfach benutzt. Und die wusste ultra schnell.
dass sie so heißt, offensichtlich. Ja, und das ist wirklich was, entweder hast du eben diesen Hund, der gut ansprechbar ist, auf dich gut reagieren kann, oder du hast den Hund, der von selber eh zu dir gerannt kommt, weil er sagt, da ist es sicher. Und deswegen hast du quasi volle Kontrolle ohne ein einziges Signal bei einem Welpen. Später ändert sich das. Ja, also wenn die Hunde älter werden, wenn die in die Jugendentwicklung kommen, die Ängste werden immer weniger, Dopamin spielt immer mehr Rolle, der Entdeckerdrang wird immer größer, die Abenteuerlust wird immer größer und dann bringen sich junge Hunde oft in Situationen, die sie nicht bewältigen können und sich dann offensichtlich fragen, wie bin ich denn hier hineingeraten und keine Lösung parat haben. Dann ist es natürlich schon wunderbar, ja, wenn man den Hund da mal wegpfeifen kann und sowas. Also deswegen, wir werden das schon tun. Aber es hat jetzt in den ersten 2 Wochen und auch in den nächsten 2 wahrscheinlich noch nicht, es hat keine Priorität in dem Sinn. Ja, danke, dass du das wirklich so explizit nochmal ausführst, weil es ist auch mir wirklich ein großes Anliegen, dass man die wertvolle, die wirklich so kurze und wertvolle Welpen- und Babyzeit nicht damit füllt, dass der Hund sich immer hinsetzen muss oder sonst irgendwelche Signale schon trainiert werden. Das ist wirklich vielen Dank. Du hast eben dieses gute Gefühl erwähnt und da würde ich gerne mal so einen Schlenker zum Tierarztbesuch machen, weil du warst mit Maxi beim Tierarzt. Warst du da, weil Maxi krank ist oder warum warst du da? Nö, das ist unser Hobby. Ja, guck mal, ne? Also es ist ja wirklich so. Andere Leute kümmern sich schon sehr, sehr früh, wie kann ich den Welpen beschäftigen? Was gibt es für eine tolle Beschäftigungsform? Ich kenne Leute, die fangen mit 10, 12 Wochen alten Welpen an, Mantrailing zu machen. Ist auch nichts dagegen einzuwenden, ne? Kann man machen. Wir haben andere Hobbys. Wir gehen zum Beispiel eben zum Tierarzt, weil mir ist Alltagstauglichkeit extrem wichtig. Und ich möchte unbedingt, dass meine Hunde mit einem guten Gefühl auch in diese Tierarztpraxis gehen. Und wir wissen alle, wie das ist. Meistens geht man erst zum Tierarzt, wenn halt was ist. Das heißt, die erste Erfahrung, die der Hund beim Tierarzt macht, ist schon vielleicht gar keine gute mehr. Na, also beim Welpen ist es ja meistens so, dass die erste Erfahrung beim Tierarzt ist, dass sie halt geimpft werden. Und je nachdem, wie der Hund gestrickt ist, findet er das blöd und unangenehm. Oder wenn es so ein Hund wie Hermine ist, kriegt er das gar nicht mit. Ja, also das kann natürlich auch sein. Hat die das echt nicht mitgekriegt? Das ja. Nee, wir haben es natürlich schon auch schlau gemacht. Ne? Also damals muss man auch noch dazu sagen, Hermine ist ja Corona-Hund. Sprich, da war mit normaler Tierarztpraxis sowieso nicht so. Und ich habe ja das große Glück, dass ich mit mehreren Tierärztinnen befreundet bin. Ach super, ja. Ja. Und deswegen hat Hermines erste Nachimpfung nicht in der Praxis stattgefunden, sondern es hat meine liebe Freundin Heike einfach draußen gemacht. Ja? Ach super. Wir haben die an die Leberwursttube angedockt. Heike hat den Hund geimpft und Hermine hat es wirklich einfach nicht mitbekommen. Dazu muss man auch sagen, ja? Die Terrier, also gerade die Bauhunde, die sind, was Schmerzempfinden betrifft, relativ robust. Ja? Und die sind tatsächlich nicht so empfindlich wie zum Beispiel andere Hundetypen. Also ich weiß es von meinen Tierarztfreundinnen eben. Eine hat mir mal erzählt, bei den Terriern eigentlich nie ein Thema mit dem Impfen, aber der Havaneser, der schreit quasi schon, ne, wenn du mit der Nadel nur dran bist letzten Endes. Das ist einfach ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Also mit den Terriern hat man es in der Regel oft ein bisschen leichter, aber natürlich. Wie gesagt, du weißt es ja vorher nicht. Und ich würde immer, 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 wenn was gemacht werden muss am Hund, ich gehe da gar kein Risiko in dem Sinn ein, sondern ich habe wirklich immer die Futtertube dabei. Jetzt bei Maxi nehme ich noch keine Leberwurst, ne, weil Welpe und ne, gleich wieder ein Bisschen bisschen arg fettig einfach auch, ne? genau, sondern bei der nehme ich halt einfach so eine Futterkruke, die haben wir bei uns auch im Easy Dogs Shop. Bei uns heißt der Jack Potter. Da kommt ihr Nassfutter rein, ne? Und zwar in so einer Konsistenz, dass sich es gut rausdrücken lässt. Und dann kann sie da dran schlabbern, während halt irgendwas darum manipuliert wird. Aber so Super. weit waren wir jetzt noch gar nicht, sondern wir machen jetzt einfach wöchentlich tatsächlich bis zur ersten Impfung. Und ich glaube, die sind 2 Wochen oder so. Machen wir da unsere Happy Visits.
Also wir gehen da einfach rein, sagen Grüß Gott zu den Leuten, ne? Dann darf sie sich da streicheln lassen und sie geht da immer auf die Waage, weil wir ja zusammen mit der Dr. Lara Steinhoff von der Pfotenwerkstatt die Wachstumskurve machen. Das heißt, einmal wöchentlich geht es eher auf die Waage. Super. Genau, dann eiern wir da so in der Praxis ein bisschen rum und dann kennt sie diesen Ort einfach als was Ungefährliches. Und dann besteht eine gute Chance, dass wir diese Waage in einem Verhältnis halten können, wo der Hund sagt, da ist es manchmal ein bisschen blöd, aber nicht so schlimm. Ja, und das ist immer so. Also wenn man potenziell negative Erlebnisse halt an einem Ort hat, dann ist es sehr schlau, den so weit wie möglich es geht, positiv zu besetzen. Ja, und deswegen, wir werden das beibehalten. Ja, dass wir einfach, ich fahre da öfter mal eh vorbei, auf dem Weg woanders hin, dann macht man einen kurzen Zwischenstopp, steigt aus, ist da 5 Minuten, 10 Minuten drin und das war's. Das ist kein großer Aufwand und es ist tatsächlich für den Hund eine Beschäftigung, weil das fordert ihn ja und fördert ihn ja. Ne? Das sind Gerüche, die man sich da irgendwie zu Gemüte führen kann. Man kann sich Sachen anschauen, man kann sich anfassen lassen und angefasst werden von anderen Leuten und sowas. Und ich finde, das sind sehr, sehr nützliche Dinge für die Alltagstauglichkeit. Total. Und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit und Training man sonst wirklich in das Verhalten reinstecken muss, dass der Hund den Tierarzt als einigermaßen Ja. akzeptabel empfindet, wenn er schon Angst hat. Übrigens habe ich zu dem Konzept mit den Happy Visits, habe ich mit der Nicole Klein zusammen ein Interview geführt mit der Dr. Stefanie Riemer. Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich das Konzept der Happy Visits ins Leben gerufen hat, aber die Folge verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, weil Ja. da erzählt die Stefanie wirklich ganz schön so ein bisschen was über den Aufbau. Da kann man das ganz leicht so ein bisschen nachmachen, wenn man da mal zum Tierarzt möchte mit seinem Welpen. Oder auch, das Ja. kann man auch mit Hunden machen, die eben schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, also ich finde wirklich, das gehört bei jedem Hund ins Programm. Und na, wenn man sagt, ah, ich habe die Zeit nicht dazu, ey, dann muss mal was anderes hinten runterfallen. Ja? Also dann gehe ich lieber mal nicht zum Mantrailing oder sowas und hüpfe stattdessen beim Tierarzt vorbei, weil ich finde, das ist wirklich, für mich ist es tierschutzrelevant. Ja, wobei ich habe da so einen ganz kleinen Einwand. Es gibt ja Hunde, die nicht gerne, also auch Welpen, die wirklich gar nicht gerne Auto fahren. Und da finde ich, musste man dann nochmal ganz individuell drauf gucken und abwägen, was ist jetzt unangenehmer, ne? Den Hund dann schon ins Auto zu tun, ne? So, also dass man da, Na ich ja, sag's nur klar. mal, ja, weil nicht das, du weißt ja, ne? Also jeder will ja das Beste für seinen Welpen und nicht, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, aber der muss jetzt mal zum Tierarzt gute Erfahrungen machen, bricht aber dann immer auf der Autofahrt, dann macht Ja, es gar ja. keinen Sinn. Naja, also das ist ja immer so, ne? Also wenn es schon bei irgendeinem Thema Probleme gibt, dann wird alles komplexer. Und dann musst du immer Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Und ich bin wirklich gottfroh. Ich kann es dir echt nicht anders sagen, dass Maxi so ein unkomplizierter Automitfahrer ist. Das einzige Problem, was wir mit dem Auto momentan haben, ist so eine klitzekleine Frustthematik. Ja, also Maxi hat überhaupt kein Thema mit dem Autofahren an sich. Die schläft im Auto, die hat ja auch auf der Heimfahrt, ne, also gespielt, gefressen und geschlafen. Die hat kein Thema mit Übelkeit, nichts. Aber sie muss jetzt, weil wir hatten jetzt noch so 2 Wochen Schonfrist, weil der Mann da war. Ja, der hatte Urlaub und deswegen war das alles so ein bisschen, ja, bequemer, sage ich mal, weil wir viel einfach gemeinsam machen konnten. So, und jetzt arbeitet er aber seit heute wieder. Das heißt, ich muss jetzt alleine mit ihr Auto fahren und ich kann sie alleine im Auto nicht einfach da rumhüpfen lassen, sondern sie muss eingesperrt sein. So, und ich finde, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ich werde dazu auch was Ausführliches machen, weil es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen heikel. Aus dem einfachen Grund, viele Leute, wenn, das bin ich mir relativ sicher, wenn ich diese Videos zeigen werde von Maxis erster Fahrt in der Kiste, die werden Zeter und Mordio schreien, was ich für ein Tierquäler bin, der arme Hund, der schreit in dieser Kiste um sein Leben. Nein, die schreit nicht um ihr Leben.
schreit, weil sie sich zu Tode ärgert. Und ich habe extra aus diesem Grund Vergleichsvideos gemacht, weil sie nämlich genauso schreit, wenn sie völlig frei in unserer Wohnung rumrennt, aber ich zu lange mit ihrem Essen brauche. Ja, Ja. und das sind so Geschichten, die finde ich wahnsinnig wichtig. Das ist was, was ich nicht, ich kann es nicht vermeiden. Ich kann es nicht anders machen. Ja, der Hund muss im Auto gesichert sein. Ich kann nur das Beste draus machen. Und das Beste ist, in unserem Fall, wir haben angefangen mit Maxi auf dem Schoß in einem Körbchen, wo sie die ganze Zeit Körperkontakt haben konnte. Da konnte ich erst mal sehen, okay, hat der Hund ein Thema mit dem Autofahren, ja oder nein? Nein, hat sie nicht. Sie So, ist. das Körbchen, du bist, okay, das war, hat im Auto stattgefunden, das Körbchen. Okay, alles klar. Genau, ne? Also auf der Ja, Heimfahrt schon und alles dann, klar. wenn wir zusammengefahren sind, einer saß auf dem Beifahrersitz, hatte den Hund im Körbchen und der Hund konnte sich hier auf den Arm legen, was auch immer. Okay. Und so haben wir die ersten Fahrten miteinander verbracht, ne? Also bestimmt, ach oh Gott, ja, bis, was ist heute für ein, ja, bis eigentlich unsere erste Fahrt in der Box war, glaube ich, am Samstag. Kannte sie die Box vorher schon? Die kannte die Box von der Züchterin und die steht hier, also wir haben hier Boxen rumstehen, sie kennt Box generell. Aber es ist ein Unterschied natürlich, ob du einen Hund einsperrst, ja, oder ob der rein und raus kann, wie er will. Und das betrifft nicht nur die Box. Ganz, ganz viele Welpen haben eine richtig fiese Barrierefrustration. Ja, wenn Türen irgendwie zu sind, selbst wenn du mit denen im gleichen Raum bist, dass die meckern, weil diese Tür zu ist. Die muss Ja, ist ja aufgemacht auch werden. normal. Die müssen ja die Umwelt erkunden. Ich muss aber noch mal ganz kurz fragen, weil das finde ich auch wirklich ein heikles Thema und ich bin froh, dass du das ansprichst. Hast du mit der Maxi dann auch schon vorher geübt, dass das Gitter mal zu ist bei der Box? Nee, und Okay. das hat einen Grund. Ich will das gar nicht vorher großartig üben, weil ich der Meinung bin, weißt du, ich muss gucken, ist es Frust oder ist Ja. es wirklich Stress? Und diese Box im Auto, das ist wirklich was, ich möchte nicht, dass Leute anfangen, sich damit aufzuhalten, das erstmal zu trainieren, bis dieser Hund frustfrei in dieser Box sein kann, weil was machen Leute, die alleinstehend sind, wo dieser Hund in der Box mitfahren muss? Na, und viele Leute sind dann eben genauso, dass sie sagen, oh, ich kann den nicht in die Box tun, weil dann schreit der und oh Gott, und das kann ich ihm nicht antun. Ich sehe das echt anders. Ja, weil es geht hier um eine Notwendigkeit, wir kennen das von Kindern auch, wenn die im Kindersitz sitzen müssen das erste Mal. Ja, dass das, die, es ärgert sie einfach auch. Ich habe halt einfach es so geregelt, dass der Schritt, dieses alleine mit mir fahren in dieser Kiste, es ist ja kein großer Unterschied. Ne? Also, sie sitzt auf dem Beifahrersitz in der Box. Sie kann mich sehen, sie kann mich hören und ich kann sogar die Hand in die Box stecken. Und das jetzt zu lernen, das auszuhalten. Ja, dass man halt da nicht einfach wild rumhüpfen kann, wie man es halt sonst so könnte, wenn man wollte, finde ich, ist ein total wichtiger Schritt. Aber was mir wichtig ist, ich frustriere die nicht absichtlich, sondern ich mache das nur dann, wenn es notwendig ist. Das heißt, die muss bei mir nicht irgendwie auf ihr Futter länger warten als unbedingt notwendig. Na, ich lasse hier die Türen meistens erstmal offen. Und ich nutze eben die Situationen, wo es halt eh nicht anders geht. Ich kann, na, das Futter zum Beispiel, ich kann es nicht mit dem Fingerschnippen auf dem Boden materialisieren lassen. Da muss sie durch. Ja, ich kann natürlich, und das mache ich auch zwischendurch immer, und beim Thema Box kommen wir da auch gleich noch drauf, wenn ich das Futter für sie vorbereite, ich lasse immer mal Trockenfutterbröckchen auf den Boden fallen, ja, um diese Wartezeit einfach so ein bisschen zu überbrücken. Aber, ey, das ist ein Terrier. Und die Zündschnur ist manchmal kurz. Ja? So schnell kann ich gar nicht Futter schmeißen, dann schreit die mich an vom Allerfeinsten. Ja? Und das muss ich auch aushalten, dass die sich jetzt gerade ärgern. Und ich finde daran nichts Schlimmes. Ich finde, die Ja. darf sich ärgern. So, und jetzt nochmal, um aufs Autofahren zurückzukommen. Also, sie sitzt in dieser Box neben mir auf dem Beifahrersitz und ich habe immer Kauartikel mit. Und dann sind wir jetzt nämlich wieder beim Thema, hat der Hund wirklich Stress oder ärgert er sich einfach nur? Und wie stressig ist es, dass er sich ärgert?
Maxi kann die ganze Zeit fressen. Und ich habe Videos davon, wie sie kaut und während sie kaut, mault. Ja, und ich habe das alles schön mitgefilmt, extra absichtlich, damit man mal einen Einblick sehen kann, wie das aussieht und wie der Hund sich trotz dieser massiven Tierquälerei an seine Box gut gewöhnt. Und sie schläft da drin. Und manchmal wacht sie auf und dann werde ich wieder angemeckert. Und dann arbeite ich ganz oft mit Koregulation. Ich stecke die Hand rein, ich erzähle ihr, dass das alles ganz furchtbar ist, ne, und dass sie jetzt aber da drin sitzen muss. Was ich nie tun würde, ist sie schimpfen dafür, ne, dass sie sich da ärgert. Und was ganz oft einfach auch hilft, ist, wenn ich die Hand drin habe, reicht es meistens eh schon. Ja, dann muckelt sie sich so an die Hand hin und ist wieder moppert so vor sich hin und dann schläft sie meistens wieder. Oder aber ich muss ihr manchmal wieder zeigen, wo ihr Kauteil liegt. Und dann Okay. sich wieder ihr Kauteil und dann beschäftigt sie sich damit. Aber grundsätzlich, ne, dieses, wenn ein Welpe rumschreit, heißt es nicht immer, dass der in seelischer, totaler Not ist, sondern ne, es ist oft einfach Frust und der lässt sich im Alltag nicht immer und überall vermeiden. Ja, ich finde das spannend. Ich habe gerade überlegt, dass ich ein paar Dinge anders mache und habe jetzt gerade überlegt, warum. Also zum Beispiel, aber ich glaube, also zum Beispiel jetzt so Box, wenn ich, bevor ich eine Box zumache im Auto zum Beispiel, weil ich fühle mich im Auto relativ hilflos, weil ich eben, wenn es dem Welpen da wirklich schlecht geht, ich kann nicht agieren. Und deshalb ist es mir so ein großes Bedürfnis, würde ich das zum Beispiel vorher üben, zu Hause auch mal Tür zu machen. Und dann eben gucken, wenn, ne, also ich würde es, glaube ich, nicht so weit kommen lassen, dass der Welpe in dieser Situation anfängt zu moppern. Trotzdem würde ich dir natürlich recht geben, das passiert ja auch immer, dass ein Welpe frustriert ist, ja normal. Also das ist halt der Alltag, ne? Aber alles, wo ich denke, da muss er jetzt durch, würde ich wahrscheinlich vorher trainieren. Also was heißt trainieren? Ich würde gucken, dass ich den Welpen da langsam dran gewöhne. Das ist halt so meine, damit bin ich glücklich. Und, ne, oder auch so zum Beispiel mit dem Futter. Da würde ich dann wahrscheinlich eher eine Schleckmatte hinlegen, damit der Hund länger was zu tun hat, bevor ich in Ruhe mit dem Futter fertig bin. Aber aus dem Grund, weil es mich halt auch, also mich stresst das, wenn der Welpe Stress hat. Und das ist so spannend, ne, weil, weißt du, das ist ja so. Es kommt immer auf uns an. Ja. Also, Hauptsache, wir wissen, was wir tun, aber es kommt darauf an, wie fühlen wir uns in so einer Situation und dementsprechend handeln wir oder geben ja zum Beispiel in unserem Fall auch an Kundinnen unsere Handlungsanweisungen weiter. Und ich finde das so wichtig, darüber zu sprechen, dass es eben nicht richtig und falsch gibt, sondern dass man wirklich gucken muss, was für ein Mensch habe ich da vor mir Ja. und was braucht der denn? Braucht der mehr Sicherheit im Umgang mit seinem Hund? Kann er das mal aushalten, wenn der Welpe sagt, ich will jetzt aber hier raus und der Parkplatz ist aber noch 100 Meter weg? Ich würde Schweißausbrüche kriegen und würde wahrscheinlich eine Notbremsung machen. Das ist jetzt übertrieben, aber ja, so bin ich halt, ne? Und deshalb wäre es mir zum Beispiel so ein Bedürfnis, das vorher aufzubauen. Ja, und schau, bei mir ist es eben genau andersrum. Durch das will Ja. auf gar keinen Fall will ich den Welpen in der Wohnung an eine Box gewöhnen. Für Ja. mich kommt Box in der Wohnung überhaupt nicht in Frage mit geschlossener Tür. Ja, weil das ist für mich rein autospezifisch, rein transportspezifisch. Wäre Und es für mich deswegen. auch. Deswegen mache ich es tatsächlich auch direkt an diesem Ort Auto. Ich mache das sehr, Aber sehr ortsbezogen. ja, das verstehe ich total gut. Und für mich käme jetzt eine geschlossene Box in der Wohnung. Also ich würde es nur zum Training machen, nur mal so ein paar Minuten, um einfach dann, wenn es im Auto soweit ist, dann habe ich schon so einen Erfahrungswert. Und der Hund auch. Das heißt, ich weiß, wie reagiert mein Hund und mein Hund weiß, was so eine geschlossene Tür bedeutet. Und ich könnte ihm vielleicht bei dem Barrierefrust zu Hause ein bisschen besser helfen, als dass ich das beim Autofahren kann, weil ich beim Autofahren auch wirklich bin nicht so eine sichere Autofahrerin. Und das wäre für mich jetzt so ein Argument, dass ich sagen würde, nee, also das würde ich nicht unbedingt Kontext, also in dem Kontext direkt trainieren. Aber Ja, ich verstehe. schau, und das ist Ja, genau das, was du spannend. halt machst, ne? Jeder hat so seine Dinger, warum macht er welche Sachen wie? Und bei mir war halt wichtig, ich wollte erst mal sehen, hat ihn ein Thema mit dem Autofahren. Wenn die ein Thema mit dem Autofahren gehabt hätte, hätte man dann nochmal Ja. ganz anders rangehen müssen. Und Und
Jetzt so, wie wir es jetzt haben, also ich müsste mal nachschauen. Ich glaube, also wie gesagt, Samstag war die erste Fahrt in der Box. Und wir hatten jetzt viele unterschiedliche Möglichkeiten, es ihr noch so ein bisschen leichter zu machen, weil meine Eltern waren jetzt zum Beispiel von Montag bis gestern da. Das heißt, wir hatten die Box nicht auf dem Beifahrersitz stehen, sondern auf der Rückbank und zwei Leute rechts und links, ja, die da mit unterstützen Das ist ja konnten. super, das ist natürlich richtig gut, Genau, ne? ne? Und weißt du, also mir ist nur wichtig, jemand, der alleinstehend ist und der muss mit dem Auto fahren. Warum auch immer, ja, gibt ja Leute, die zum Beispiel ins Büro Ja, gehen und klar. Welpen von Anfang an mitnehmen. Der kann das trainingstechnisch gar nicht leisten, dass er den Hund so schnell vielleicht dahin trainiert, dass der Hund vielleicht 20 Minuten eine geschlossene Box akzeptiert, ohne Frust zu kriegen. Und ich will einfach, dass diese Menschen sich nicht vorkommen wie die schlimmsten Tierquäler, ja, weil dieser kleine Welpe seinem Unmut einfach Luft macht. Dazu muss man aber, und das finde ich ist eben so wichtig, dazu muss man wissen, hat der Hund wirklich Stress? Hat der Angst? Ist dem schlecht? Oder ist es wirklich nur Ärger, ich kann gerade nicht so, wie ich möchte. Und da, wenn es da irgendwelche Unklarheiten gibt, und deswegen bin ich ja immer so ein großer Fan davon, dass Leute, die sich einen Welpen holen und die nicht wie wir beide vom Fach sind, dass sie sich von Anfang an einen Trainer dazu holen, der sie in diesen ganzen Alltagsgeschichten begleitet, weil der kann beurteilen, kann man das so machen, kann man das laufen lassen oder nein, du kaufst dir mit dem, was du da gerade machst, so üble Nachteile ein und das, was du da machst, ist bindungsschädigend. Ja, und ich finde, das muss beurteilt werden können und das kann der Laie in der Regel oft Ja, nicht. Da sind halt ja. Unsicherheiten da. Ja, und deshalb finde ich es eben auch so wichtig, dass wir uns jetzt da wirklich genau drüber unterhalten, weil das, finde ich, geht ja ganz oft auf Social Media ja verloren, ne? Es werden Ja. ja jetzt nicht nur bei dir, sondern bei jedem, der etwas postet. Jeder will damit etwas ausdrücken, will auch etwas hinaus, was aber gar nicht genug Raum findet in den kurzen Beiträgen. Und dann kommt es so oft zu Missverständnissen und das finde ich so schade, weil diese Themen sind es wert, dass man ganz genau hinguckt. Ja, und das ist auch mit der Grund, Anja, warum ich über dieses Thema werde ich keinen einfachen Social-Media-Beitrag machen, weil das zu komplex ist. Was ich machen werde, ist, ich werde einen Blogartikel dazu schreiben und ich werde diese Videos, die ich gemacht habe, ich werde die alle zusammenschneiden hintereinander mit Zeitangaben, ja, was, wie, wann, wo, um einfach dieser Komplexität der Sache gerecht zu werden. Weil wie du sagst, weißt du, wir haben, was haben wir? 2200 Zeichen bei so einem Instagram-Beitrag. Ja, da kannst du so ein Thema nicht von allen Seiten beleuchten und so differenziert bearbeiten, wie es bearbeitet werden muss. Stimmt. Und trotzdem, ja, aber es geht halt so viel schief. Es werden so viele Fronten aufgemacht. Egal Ja. was, aber mir ist noch etwas ganz Wichtiges eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das auch als so wichtig erachtest. Wir haben jetzt über Frust gesprochen und wir haben über Frustaushalten gesprochen. Und es gibt ja Welpen, die nicht nur Frust, nehmen wir mal das Autofahren und das Futter, nicht nur da ein bisschen Frust aushalten müssen, sondern im ganzen Alltag schon so furchtbar viel Frust aushalten müssen. Und das finde ich nochmal wichtig, das hat man nämlich noch nicht, dass man das im Blick hat. Dass man nicht Ja. draufpackt, draufpackt, Ja. draufpackt, weil die haben ja in dem Podcast gesagt, ein Welpe kann auch mal Frust aushalten, sondern genau hinschaut. Du Wichtiger hast ja, Punkt. ne, denn, also, was ich so aus deinen Beiträgen so raussehe, auch aus deinen Videos, du lebst ja so, dass deine Hunde ihre Bedürfnisse gut ausleben können. Das heißt, sie können nach draußen, die können nach drinnen, die können gucken, die können auch mal buddeln, die können bellen. Das ist ja anders, als wenn man in einer Mietswohnung wohnt. Und wenn da zum Beispiel so ein Welpe schon den ganzen Tag so arg eingeschränkt wird, dann muss man halt wahnsinnig aufpassen, dass man nicht immer noch mehr draufpackt. Ja, und weißt du, also da kommen wir zu einem elementaren Punkt wieder. Die Haltungsbedingungen sind das A und O. Und ganz ehrlich, wenn die Haltungsbedingungen mehr als suboptimal sind, dann sind Probleme vorprogrammiert. Ja, und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Ich frustriere die nicht absichtlich und ich sehe wirklich zu, dass die meiste Zeit einfach glücklich und zufrieden ist. Das heißt, ne, also die ist jetzt knapp 11 Wochen alt, seit 2 Wochen bei uns.
die darf sich hier frei bewegen. Wir haben eine Ja-Umgebung geschaffen. Ich glaube, von den Landezonen habe ich vielleicht schon erzählt. Weiß ich gar nicht mehr genau. Also Maxi hat schon, glaube ich, am ersten Ach, oder zweiten. das Sofa, das meinst du mit Genau, lang. der Ja, Flughund. alles Ja, klar. deswegen ist einer ihrer Spitznamen aktuell Flughund, ja, weil sie einfach sich, als hätte sie einen Wingsuit an, ja, vom Sofa oder vom Bett stürzt und einfach darauf vertraut, dass sie schon irgendwie gut landen wird. Und deswegen haben wir halt diese Landezonen. Also ich versuche, das Zuhause so barrierefrei wie möglich zu Ja. gestalten. Ja, damit die Kapazitäten da sind, es dann auch mal aushalten zu können, ne? Ja, genau. Ja, also die hat alle Ja. möglichen Spielsachen. Es wird nichts reguliert und kontrolliert durch uns im Sinne von, nein, das darf sie nur zu bestimmten Zeiten oder das ist nein, das ist nein, das ist nein, sondern die Umgebung ist so gestaltet, dass sie eigentlich machen kann, was sie will. Auch wenn ich hier im Büro sitze, übrigens, wir sind schon so weit. Dadurch, dass sie jetzt ja seit vorgestern oder so oder gestern alleine die Treppe gehen kann, auch nach unten. Ich habe jetzt hier tatsächlich meistens offen und ich mache nur die Zimmer zu, wie jetzt zum Beispiel unser Schlafzimmer oder das Gästezimmer, wo halt Teppiche liegen, wo ich echt nicht will, dass sie da drauf macht. Ich könnte auch die Teppiche wegräumen, würde auch gehen. Ja, aber ich grenze es einfach so hin, dass ich Ja. hier die Tür zumache. Dann hat sie hier oben den Flur, Badezimmer lasse ich offen. Und dann kann die ins Wohnzimmer gehen. Wohnzimmer ist auch safe, ja. Da sind ihre Spielsachen, da sind Bettchen, und dann kann die sich da bewegen, wie sie will. Und was sie zum Beispiel ganz oft selber schon macht, ist, dass sie, wenn die Terrassentür offen ist und unser Garten ist sicher eingezäunt, sie kann auch in diesen Garten gehen und sich da eigentlich frei bewegen. Also das Einzige, was da vielleicht gefährlich werden könnte, das weiß man halt vorher immer nicht, wenn die irgendwie ein Erdwespennest finden würden und Ja, das gut, ausbuddeln. okay, Ja, aber also, gut, ne? Also ich ja. kann nicht alles irgendwie, Nee, ja. das, ja. Also die darf sich sehr, sehr frei bewegen und sie entscheidet sich eben zum Beispiel oft, auch jetzt schon in dem zarten Alter, die legt sich ganz oft alleine raus. Im Garten, auf ihr Fell oder aufs Trampolin. Trampolin ist ein sehr bevorzugter Schlafplatz bei uns. Und dann liegt die da und wenn sie dann wieder reinkommt und sie will Körperkontakt, dann kriegt sie den halt auch. Ja, also momentan geht ziemlich viel nach, oder möglichst alles nach der Nase des Hundes. Nach ihren Bedürfnissen, Ja, ja. und ich finde, das ist extrem wichtig. Finde ich Und auch. ganz viele Leute, weißt du, wollen in dem Alter schon anfangen, Grenzen zu setzen. Nein, die kann nicht immer ihren Willen haben. Doch, jetzt schon, bis auf, kann es Essen nicht herhexen, ja, und ich kann eben nicht dich im Auto frei rumspringen lassen. Das sind Sachen, die aus Sicherheitsgründen einfach nicht gehen. Und zum Beispiel, sie ärgert sich auch manchmal über ihre Leine. Aber die ist auch manchmal notwendig. Also wir waren jetzt heute zum Beispiel wieder am Fluss spazieren. Du, und da sind Brücken über den Fluss und da geht es einfach 3 Meter runter und sie passt durch dieses Geländer durch. Ja, wenn da keine Leine dran ist, dann ist die fort vom Fenster im Zweifelsfall. Sag mal, Maria, einfach nur, also ich glaube, ich weiß, was du damit meinst, aber für alle, die zuhören, was meinst du mit Ärgern? Also die kriegt einen gepflegten kleinen Wutanfall. Sie springt dann, macht so, ne, wie so ein kleiner Geißbock an der Leine zum Beispiel. Ja. Sie fängt an zu hüpfen oder sie dreht sich dann auch mal um, wirft sich sehr theatralisch auf den Boden und beißt in die Leine und ärgert sich darüber, dass sie sich nicht frei bewegen kann. So, und die Leine ist deswegen halt da dran, wo sie aus Sicherheitsgründen dran sein muss. Ich bewege mich aber an der Leine so mit ihr, dass sie sich da möglichst frei bewegen kann. Ich stoppe sie eigentlich nur, ne, um Unfälle zu verhindern. Und sie darf, wo immer es gefahrlos möglich ist, darf die ohne Leine rennen. Ne? Oder ich habe ja eine ganz leichte Leine, Biotane ultraleicht. Ne? Das Ding wiegt 33 Gramm. Je nachdem, wie die Umgebung ist, schleppt die auch schon mal einfach hinterher. Aber weißt du, das ist das, worauf ich raus will. Über gewisse Dinge wird nicht diskutiert und da nehme ich in Kauf, dass sie sich mal ärgert. Ich tröste sie dann auch. Na, also genauso wie in der Box, wenn die da rumschreit, ich lasse die nicht in ihrem Elend und sage, habt ihr halt Pech. Na, sondern ich sage, ja, ich weiß, es ist blöd. Na, und ich halte ihr die Hand hin und ich halte ihr Kauteil und ich streichle sie oder was auch immer. Ich fahre Automatik an ihr. Bei mir geht es. Ich habe eine Hand frei. Ich und krieg auch dann wenn echt sie sich über Stress. die Leine ärgert, ne? Ja.
Ich Das kann nicht heißt, einfach abmachen und sagen, ja, geh, bring dich um. das ist so ein wichtiges Thema, deshalb hake ich da so viel nach, weil ich Ich finde möchte, es dass unsere gut. Zuhörerinnen da wirklich ganz viel mitnehmen. Das heißt, wenn der Hund Dinge erleben muss, weil es gerade nicht anders geht, weil es für die Sicherheit des Hundes wichtig ist. Ja. Und der Hund es noch nicht gelernt hat, dass die Bewegung eingeschränkt wird, dass es vielleicht auch mal was Angenehmes sein kann, wenn die Leine mal kurz ist. Ist ja klar, ne? Dann handelst du nicht unter der Prämisse, ah, das ist, also da musst du jetzt mal, ich weiß, dass du das nicht so gesagt hast, aber ich bin jetzt mal so ein bisschen provokant. Dann handelst du nicht unter der Prämisse, ah, Brust muss sie ja sowieso lernen, dann da muss sie jetzt einfach mal durch, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter, sondern du bemerkst, mein Hund, huch, so habe ich irgendwie ein Echo, mein Hund ärgert sich, sprich, sie empfindet Frustration und du hilfst ihr damit besser umzugehen. Der Frust ist immer noch da, aber er wird halt durch deine Anwesenheit ein bisschen abgeschwächt und sie weiß, du bist da und du kannst ihr zwar die Leine nicht abmachen, das erlebt sie ja auch, aber du hilfst. Es ist wie bei Kindern, die man da mal kurz umarmt und sagt, tut mir jetzt leid, dass den Schokoriegel gibt es jetzt nicht, aber ich habe dich trotzdem lieb und komm, kriegst du vielleicht dann zu Hause was an oder wie auch immer. Ja, so, ne? Okay. Naja, weißt du, also ich finde, da geht es ganz viel um Empathie Ja. und auch um Gefühle von anderen aushalten zu können und die auch tragen zu können. Und ich finde, es gehört bei jedem Lebewesen, gehört Frust und Ärger sind ganz normale Gefühle und die müssen da sein dürfen. Ich Na finde, klar. ganz ehrlich, ich finde es schlimm, wenn man die wegmachen will. Will das jemand? Also das Ja. will auch keiner. Ganz viele Menschen können es überhaupt nicht gut ertragen, wenn Menschen oder auch Tiere sich ärgern, traurig sind oder wütend sind und sie wollen es wegmachen. Trösten, ne, im Sinne von jetzt nicht so wie es wir vielleicht machen, sondern wenn jemand, gehen wir mal aufs menschliche Beispiel, weil ich finde, es ist so ein bisschen eingängiger erstmal. Ich ärgere mich ultra krass, ja, über irgendwas, was mir widerfahren ist. Keine Ahnung, hat mich im Straßenverkehr so ein Trottel, ja, der hat mich geschnitten und ich will mich darüber einfach ärgern. Und dann sagt mein Mann zu mir, reg dich halt nicht so auf. Ja? Dann kriege ich auf den auch noch Wut, weil ich mich in meiner Emotion, in meinem Gefühl, in meiner Wut, in meinem Ärger überhaupt nicht ernst genommen und gesehen fühle, sondern im Gegenteil. Ich fühle mich eigentlich noch klein gemacht, als ob ich falsch wäre. Mein Gefühl ist falsch. Braucht man sich nicht drüber aufregen. Doch, mich regt es auf. Und ich finde, das ist bei Tieren ähnlich. Ich kann es total verstehen, dass sie sich ärgert, ja? Wenn sie nicht so rumspringen kann, wie sie will. Aber da ich da den besseren Überblick habe und ich weiß, Maxi, wenn du im Auto rumhüpfst, du gerätst mir unter das Gaspedal, du gerätst mir unter die Bremse, wenn du draußen frei rumhüpfst in einer Situation, wo deine Brücke mit 3 Meter, wo es runtergeht, ist, du fällst mir da runter, dann bist du tot. Also es ist, ne, mein Ding zu sagen, ja, kann es total verstehen, dass du dich ärgerst, hilft aber jetzt nichts. Das muss jetzt so sein, aber ne, ich tröste dich. Und Aber ich helfe natürlich, dir, genau. Und das ist genau, das, ich helfe das ist dir. die, ja, Und genau. bei der Leine zum Beispiel, wenn die sich über die Leine ärgert, ne, dann muss sie das auch nicht einfach nur aushalten, genauso wenig wie in ihrer Kiste. Sondern, was ich dann einfach ganz oft mache, wenn sie es so eilig hat, ja, sie wird ja wahnsinnig gerne getragen. Dann sage ich zu ihr, soll ich dich mal hochnehmen? Und bei uns heißt es übrigens, und ich finde es wahnsinnig cool, es heißt Maxi-Taxi. Süß. Dann sage ich Maxi-Taxi, ja, nehmen Sie hoch und dann sottert sie so ein bisschen bei mir auf dem Arm rum, ja, und moppert da irgendwie noch so ein bisschen weiter, ist aber eigentlich ganz zufrieden. Dann kann sie auf dem Arm ein bisschen Kekse füttern oder was ich auch machen kann, das funktioniert jetzt noch nicht ganz so gut, weil sie es oft noch nicht so gut sehen kann, dass ich ihr einfach dann Kekse rolle, ja, dass wir dieses Stück, wo sie jetzt eingeschränkt ist, als besser wahrnimmt. Aber mir geht es nicht darum, ihr die Emotionen wegnehmen zu wollen, sondern der erste Schritt ist immer erstmal zu sagen, ja, ist doof, weiß ich. Na? Und dann gucken wir mal, was können wir denn jetzt akut tun, dass es dir besser geht. Und bei meinem Mann, jetzt kommen wir mal auf meinen Mann zurück. Wir haben eine Vereinbarung. Wenn ich mich ärgere über irgendwas, Männer neigen ja oft dazu, sehr rational zu sein und Lösungen vorschlagen zu wollen. Und das hat mich echt früher massiv aufgeregt. Ich will keine Lösung, wenn ich emotional bin. Wenn ich emotional bin, will ich emotionale Unterstützung.
Und jemand, der mich sieht und hört und sagt, ja, hast du recht, ist ärgerlich. Ne? Und dann, wenn meine Emotion abgedampft ist, dann bin ich auch ganz offen für Lösungsvorschläge. Aber Ja. nicht vorher. Und deswegen haben wir bei uns die Regel, der fragt mich mit Aufregen oder Lösung. Und meistens sage ich erstmal mit Aufregen. Ja? Und ich finde es ganz wichtig. Ne? Also gute Emotionen dürfen immer irgendwie sein und dann ist alles schick und alles schön. Und schlechte Emotionen dürfen auf gar keinen Fall sein. Die muss man sofort irgendwie wegmachen. Und ne? Weil man es oft selber nicht aushalten kann. Ich habe das jetzt, weiß nicht, wie es dir geht, weil ich habe das jetzt auch mit der Trauer wieder so erlebt. Ganz viele Leute können trauernde Menschen schlecht aushalten. Was ja sehr, sehr lieb ist. Ne? Wir wollen, dass es dem anderen gut geht. Der soll nicht traurig sein, aber es gibt halt einfach Situationen, wo das nicht, da macht's nichts wieder gut. Aber Ne? ist es denn nicht so, dass man will, dass es dem anderen wieder gut geht, wenn man das nicht aushalten kann, sondern eher, weil man sich unsicher fühlt und nicht weiß, wie man damit umgehen Ich glaube, soll? das ist auch komplex. Ich glaube, Ja, da spielen viele Sachen mit ja. rein. Ne? Ja, man kann echt nicht einfach mal so sagen, weil das, man muss echt immer Nee. dahinter gucken. Ja, Ja. es ist so. Und weißt du, es ist ja ganz oft so, ne, dass Leute eben, weil sie unsicher sind und weil sie eben auch gar nicht wissen, wie man damit umgehen kann, dann so Sachen eben sagen, wie, ja, die schönen Erinnerungen werden überwiegen. Das ist für jemanden, der in einer akuten Trauer ist, echt nichts, was man gut hören kann in der Regel. Das ist auch nicht bei jedem so, aber bei vielen Leuten in einer akuten Trauer ist es nichts, was man gut hören kann. Das wissen wir ja selber irgendwo, aber das will man jetzt gerade eigentlich nicht hören. Und da ist es auch wieder so, ich will mich in meiner Trauer und in meiner Traurigkeit gesehen und angenommen fühlen. Und das ist was ganz anderes, wenn jemand herkommt und sagt, es tut mir so leid, es ist so scheiße. Als wenn jemand sagt, naja, ne? Quasi in Anführungszeichen halb so wild, irgendwann überwiegen die schönen Erinnerungen. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Und ich finde, dieses Emotionsthema ist gerade beim Welpen eben auch echt sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, und wenn es um Wut und Ärger geht, und auch um Angst, also das gehört ja auch mit in den Ja. Komplex rein, ne? Das sagen wir ja auch nicht. Und das ist für mich genau das Gleiche wie mit dem Frust. Ich sage ja, wenn der Hund Angst hat, auch nicht, ja, komm, stell dich nicht so an, ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern ich unterstütze sie da ja auch. Aber dass sie jetzt gerade Angst hat, ich kann das nicht alles vorab trainieren und Nee. verhindern und was weiß ich, es wird passieren. Ja, und deswegen finde ich, dass in dem Kontext und so wie wir leben, mit dem Level an Frust, was sie jetzt aushalten muss, wo ich sie trotzdem unterstütze, finde ich das völlig, völlig in Ordnung und okay. Aber das, was du gesagt hast, finde ich mega wichtig, ne, wenn der Hund eben im Alltag schon ganz viele Einschränkungen hat. Frustrationstoleranz lernt man nicht durch frustriert werden, sondern Frustrationstoleranz lernt man, wenn die Bedürfnisse möglichst gut erfüllt sind, dann kann man auch mal aushalten, wenn halt was nicht gleich so läuft, wie Ja. man es denkt. Ja. Ich finde das, also mir geht es jetzt richtig gut, weil wir dieses wirklich wichtige Thema gut durchleuchtet haben. Finde ich richtig gut, haben wir gut Ja. hingekriegt. Also ich finde, ich hat mir gut gefallen. Ja. Und ich finde auch, dass das eigentlich so schon gut zu diesen ganzen anderen Beiträgen, die du vielleicht noch so gepostet hast, passt, weil es ja eigentlich gerade im Moment alles so da reingehört. Wie gehe ich mit den Emotionen des Hundes um? Ne? Wie unterstütze ich? Also ich habe so gerade das Gefühl, so dass wir so richtig toll Maxis letzte 2 Wochen eigentlich schon besprochen haben. Also ich habe gar keine Ideen und Ja, Fragen mehr, aber du was bestimmt mir noch, ne? vielleicht noch wichtig ist an der Stelle, weil wir echt einen Unterschied machen müssen zum erwachsenen Hund. Beim Welpen ist die Stress- und Emotionsregulation, der kann das noch nicht. Er muss das üben dürfen. Ja, und warum beißen Welpen? Ja, wenn die ihre verrückten 5 haben und in alles rein, das ist genau das Gleiche. Die können die Erregung noch nicht so gut kontrollieren, wie das ein erwachsener Hund später kann. Und die müssen Übungsfelder kriegen. Und da finde ich, ist es so wichtig, ne, dieses Koregulationsthema, was wir jetzt auch eben in Sachen Frust besprochen haben. Der Hund erlebt es und ich helfe ihm damit umzugehen. Und das ist eigentlich bei allem so. Ich glaube, wenn man sich das so als Leuchtturm hernimmt,
Was ist meine Intention? Meine Intention ist nicht, dass der Hund brav ist. Und meine Intention ist auch nicht, dass der Hund niemals Stress und Frust hat, überhaupt nicht. Sondern meine Intention ist, dass mein Hund, vor allem mein Welpe, lernt, mit all dem, was es so an Gefühlen und Gefühlszuständen gibt, gut umzugehen und dass er weiß, ich bin da und ich helfe da auch mit. Ja, und ich glaube, das ist ja oft was, ne, was so aus der aversiven Richtung ganz oft bei uns gerne so kritisiert wird, weil das ja angeblich so ist, dass wir Hunden keine Grenzen setzen und so. Und ganz ehrlich, das Leben setzt den kleinen Hunden eh so viele Grenzen. Ja. Da muss ich nicht noch, wie du es vorhin gesagt hast, zusätzlich noch irgendwas obendrauf packen. Ja, und ja, dieses Thema mit Koregulation, über Koregulation zu immer mehr Selbstregulation zu kommen, aber das ist ja nicht nur ein Koregulationsthema, sondern es ist einfach ein Entwicklungsthema. Die Ja. werden immer besser darin. Aber Ja. dazu muss man halt auch diese Gefühle mal aushalten können und eben nicht gleich alles immer wegmachen wollen irgendwie. Ja. Ich habe gerade so ein, weil ich häufig zu Kunden komme, das möchte ich einfach nur noch mal kurz beschreiben, wie es mir damit geht. Also ich kann oft, wenn ich in so Wohnungen komme, wo Welpen sind, die eben nicht ihre Bedürfnisse nach freier Platzwahl, nach drinnen, draußen, nach ich muss mal schnell Pipi oder oh, müssen wir wieder das Geschirr anziehen, mag ich noch nicht und runtertragen, ne? Dann komme ich dahin und ich merke so richtig diese enorme Frustration der Welpen. Und dann bricht sich das Bahn in Zerstören der und Ja. Anknabbern des Mobiliars und im Und Beißen. harten Hey. Beißattacken. Ja, und dann wird dann noch wieder, dann werde ich gefragt oder wir gefragt, so, wie kann ich jetzt das verhindern? Ja. Aber eigentlich zu gucken, dass der Welpe frei aufwächst, hört sich total bescheuert an. Aber ja, dass er so Nee, viele hört Bedürfnisse. sich gar nicht bescheuert an. Ja, Ja. und schau mal, ne? Also da vielleicht gehen wir mal noch den Schritt. Die Claudia, meine Kollegin bei Easy Dogs, die hat ja auch im Dezember ihren Welpen bekommen. Und Ah Claudia ja. wohnt in Nürnberg in der Innenstadt, 5. Stock. So, und dieses Thema mit dem zum Beispiel Pipi gehen. Claudia hat es so toll gemacht, die hat einfach für diesen Welpen eine Innentoilette mit Echtrasen Ja. angeschafft. Und alleine das nimmt schon so viel Druck raus, weil du Ja. eben nicht den Hund schnell anziehen musst, obwohl der das noch gar nicht mag, wenn man ihm das Geschirr anzieht, ne? Weil du eben nicht in ein Umfeld gehen musst, wo der Welpe sich vielleicht gar nicht lösen kann, weil es zu aufregend, zu stressend ist. Ja. Und jetzt ist der Pixel, glaube ich, lass mich nachdenken, 10 Monate alt. Du, der ist genauso stubenrein Na geworden. klar, ja. Ne? Ja. Und Claudia hatte diesen Pipi-Rasen erst in der Wohnung, dann hat sie ihn auf dem Balkon raus, dann als der ein bisschen älter wurde, hat sie ihm einen Pfosten, weil, ne, Rüde, einen Pfosten mit installiert. Und sowas ist eine total schlaue Lösung. Und ich Finde ich finde, auch. das muss eigentlich der Auftrag mit dem Welpen sein, dass man guckt, wie sind meine Lebensumstände. Und wie kann ich es diesem Hundekind so leicht wie möglich machen und so frustfrei wie möglich gestalten, damit am Schluss wirklich nur die Sachen überbleiben, die halt wirklich notwendig sind? Ja. Und dann habe ich nicht das Problem, dass ich alles unbedingt jetzt schon trainieren muss es geht ja vieles einfach gar nicht. Ja. Genau, Altersbedingt ja. geht es noch nicht. Ja. Und ich glaube, das würde bei vielen Leuten viel Druck rausnehmen und dadurch wäre auch beim Welpen weniger Druck und Stress drin, weniger Frustration drin. Es gibt in der Konsequenz weniger Verhaltensprobleme Genau, ja. und alles wäre entspannter. Ja. Also, weißt du, was mich am meisten stresst momentan mit der Maxi? Dass sie leider immer zwischen 4 und 5 Uhr nachts aufs Klo muss. Ja. Aber das ist das Einzige, wo ich echt sage, boah, das strengt mich an. Muss ich vorher, ja, ich bin kein Frühaufsteher. Claudia, ne, wird wahrscheinlich sagen, wieso? Um 4, halb 5 ist man doch eh wach. Okay. Ja. So, und ich weiß aber, das, weißt du, das ist halt das, wo ich jetzt durch muss. Finde ich auch scheiße, nervt mich, aber ich muss da durch. Und ich weiß, lass mal noch 2 Wochen, vielleicht noch 4 Wochen ins Land gehen, ey, und dann muss die zwischen 4 und 5 nicht mehr aufs Klo. Ja. Ja.
Oha, da haben wir aber heute, finde ich, also echt super wichtige Dinge besprochen, die uns beiden auch, glaube ich, wirklich fast mehr am Herzen liegen als alles andere, oder? Was mit Hunden zu tun hat. Dass Welpen so aufwachsen können, so wie sie es brauchen, ihre Bedürfnisse nach Umwelterkundung, nach sicherer Umwelterkundung Ja. irgendwie erleben können, nach entspannten Menschen, das ist auch so wichtig. Und Ja. dabei müssen wir einfach den Menschen gut helfen. Und ich mache ja auch mit Welpen nur Einzelstunden, mit Welpen, also mit den Teams. Und Ja. trotzdem ist es immer noch nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Weil so Menschen noch andere Erwartungen haben, was sie gerne erleben Ja. möchten mit ihrem. Aber das ist Quatsch, das wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Das fiel mir nur gerade wieder so ein, weil das etwas ist, was mich sehr so ein bisschen triggert, weil ich da hätte ich gern einfach eine andere Lösung für, eine schönere Lösung, dass das gut Aber angenommen weißt du, wird. ich glaube, das ist halt auch grundlegend nicht so einfach. Und deswegen versuche ich mir jetzt mit diesen Videos aus dem Alltag so ein bisschen wenigstens mal einen Einblick zu geben. Weil eigentlich, wenn man es genau nimmt, das Optimale, ich weiß nicht, wie du es siehst, das Optimale wäre, der Trainer zieht bei dir ein für die ersten 3 Wochen und hilft dir bei diesen ganzen Alltagssituationen, wenn du da halt unerfahren bist, ist dein erster Welpe. Und ich kann das total verstehen, ne? Dass die Na Leute klar. unsicher sind. Und oft ist es ja so, ne? Jetzt machen wir beide, machen nur Welpen nur im Einzel. Da kann man schon viel besser arbeiten. Ich mache es noch dazu. Ich fange unter einer 3 Monats-Betreuung bei Welpen gar nicht an. Also wer bei mir einmal eine Einzelstunde mit Welpen, gibt es bei mir nicht. Verkaufe ich nicht, mache ich nicht. Ja, weil ich einfach weiß, dass so viele Fragen auftauchen. Und du, ich habe Termine bei Welpen, die dauern teilweise 3 bis 5 Stunden. Da trainieren wir nicht, sondern wir machen Alltag. Na, wir haben Schlafphasen dabei, da können wir dann besprechen, guck mal, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Trennungssignal mit einzuführen, Halstüchlein mit Duft, das machen wir ja zum Beispiel von Anfang an mit der Maxi. Ne? Wenn der Welpe wieder wach wird, jetzt bringst du ihn raus, ne? Und schau mal, der kann da gerade sich nicht gut lösen. Weil war ein Geräusch, ne? Fühlt er sich nicht sicher genug. Also eigentlich muss man das, ne? So einen ganzen Alltag mal mit begleiten, damit die Leute in Situationen, die halt auftreten, Klar. Anleitung und Sicherheit kriegen. Und dann, das ist ja eben genau das, wenn du das in den ersten, sage ich mal, 3 bis 6 Wochen, wenn du da das gut machst, dann hast du so eine unfassbar gute Basis gelegt, dass Ja. ganz viele Themen einfach nie zum Problem werden. Und das wäre ja mein Anliegen und deins garantiert auch, ne? Mir wäre Garantiert so auf jeden recht, Fall. Anja, wenn ich nie wieder Problembewältigung bei Hunden machen müsste, weil ich einfach alle Welpen so großziehen kann, dass die zu resilienten, optimistischen Hunden werden, die ein Vertrauen in ihre Leute haben und wo die Leute auch Vertrauen in ihre Hunde Das, haben, genau, ja, das ist dass das. die Das gut ist der gemeinsam entscheidende Punkt. zusammenkommen. Dass Menschen Vertrauen in ihre Hunde haben, das finde Ja. ich, das ist echt der, das ist der ganz entscheidende Ja. Punkt. Ja. Sollen wir das als Abschluss nehmen? Ich finde auch, also ich hätte ja noch wahnsinnig viel zu erzählen, Ja, ich weiß. aber ich finde einfach, das ist jetzt ein total schönes Schlusswort. Ja. Wir reden ja, glaube ich, auch schon wieder eine Stunde. Ich glaube, irgendwie habe ich so viel Staub hier auf meinem Bildschirm, gruselig. Ich kann gar nicht die Uhr erkennen, aber ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, wir müssen einfach aufhören, weil so lange hört uns einfach keiner zu. Wir können ja lieber noch mal eine Folge machen, also vielleicht nächste Woche, dass wir dann einfach an Genau. den Alltagsthemen weiter Genau. dranbleiben. Okay, Maria, das war so schön mit dir. Ich liebe es, mit dir auch zu denken und dass wir Ja, uns das so schön gefällt austauschen mir mit können. dir auch immer wieder gut. Weißt du, weil ich einfach das auch so schön finde, wir können auch ja unterschiedliche Dinge tun und unterschiedlicher Ansicht sein in so Detailfragen, aber das große Ganze stimmt halt Ja, auch immer, ne? finde ich auch. Ich danke dir dafür. Ebenso. Bis zum nächsten Mal, Gut, liebe Anja. Maria. Tschüss. Ciao.